Herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Mordfall, den es zu lösen gibt. Heute mit anderen Detektiven, unter anderem Anne. Hallo. Julia. Hey. Kapuze hat nochmal einen Auftritt. Yeah. Und Shigo. Hallo. So, diesmal, weil die Leute sich nicht beschwert haben, aber es sich gewünscht haben, die Fähigkeiten von Anne. Sie ist Pi mal O, sie darf um einen indirekten Hinweis bitten. Shigo als Sherlock Holmes darf die Frage, was wäre wenn, stellen, könnte sich somit die andere Methode, also den anderen Hinweis anhören. Julia als Watson darf sich als einziger Charakter Notizen machen, sonst darf keiner was aufschreiben. Und der gute Kapuze als Dupin hat guten Kontakt zu Bezugspersonen und bekommt dadurch einen weiteren Hinweis. Das sind die Fähigkeiten der Charaktere, die in zwei Fällen aber nur einmal benutzt werden dürfen. Also wir machen ja eigentlich immer zwei Mordfälle und ihr dürft nur in einem Fall die Fähigkeit nutzen. So. Es hat sich wer beschwert? Kurz vor, also nein, es hätte sich wer gewünscht, dass wir das mit aufschreiben, damit die Leute das wissen. Ja, genau. Ach so, okay. So, und ich kopiere schon mal den Text, den ihr gleich bekommt. Kleinen Moment. So, der Fall von heute, ja. Ein Kollege auf dem Revier hat einen interessanten Fall aus der Vergangenheit für euch. Er möchte wissen, ob ihr auch in der Lage gewesen wärt, diesen Fall zu lösen. Zum Text selbst. Katastrophale Kur. Beim gut gemeinten Versuch, etwas zu beenden, beendet ein Onkel etwas anderes. Und das gleich zweifach. Das schicke ich euch einmal ins Teamspeak. So, den Text habt ihr immer vor euch, den könnt ihr immer nachlesen. Ein paar Kollegen im Raum haben ein Lächeln auf den Lippen. Manch andere zucken einfach nur mit den Schultern oder behalten ihre kühle Miene im Gesicht bei. Was tut ihr? Fragt ihr einen älteren Kommissar, der keine Miene verzogen hat, nach einem Hinweis? Oder fragt ihr einen der lachenden Kollegen nach einem Hinweis? Das ist eure Entscheidung. Oh. Das sprechen wir jetzt untereinander ab, ne? Genau. Ja, genau, das sprechen wir jetzt untereinander ab. ich glaube, dass wenn wir die Kollegen fragen, die was halt alle gelacht haben, dass die dann irgendwie einen blöden Scherz, der etwas andeutet. Und wenn wir jetzt einen Serious fragen, der wird das dann eher. Also, damit das glaube ich eher Serious. Echt, also, meinte? Weil ich glaube, dass die lachen, dass die eher Bescheid wissen über den Fall. Und die nicht sagen, die kennen den einfach nicht. Und das ist vielleicht einfach ein witziger Fall. Naja, ja, die lachen, weil die wissen, worum es geht. Es wird irgendwas passiert sein, was lustig ist. Und ich glaube, dass die Jüngeren so quasi. Du meinst, die verarschen uns dann, oder? Den Penis gesagt. Nee, irgendwie sowas halt. Ja, aber man kennt es ja oft, wie es so in Firmen ist. Die Alteingesessenen wissen, wie es wirklich gewesen ist. Und die Jungen hören immer nur die Geschichten von anderen, die weitererzählt werden und am Ende gar nicht mehr so sind, wie sie mal waren. Aber es sind ja beide dort. Also sie sehen ja beide, was passiert ist. Ja gut, dann füge ich mich der Mehrheit. Ich würd die Lachenden fragen, weil es, glaube ich, einfach eine lustige Antwort ist oder sowas. Doch jetzt. Ja. 50-50, oder? Was wollt ihr? Wollt ihr den Lachenden, die Kollegen, ja, oder den alten Kommissar? Also, Kapuze ist für den Lachenden. Ich bin auch für den Lachenden. Und Chigo und Julia? Für die Ernsten. Für die Ernsten. Gut. Okay. Dann. Also, was macht ihr? Ja, das wäre gut. Ja, dann nehmen wir halt die Ernsten. Ist doch egal. Mene Mist. Das ist auch in der Kiste. Der ältere Kommissar schaut euch böse an und sagt euch, dass man über so eine Art von Vorfall keine Witze macht. Ah, siehst du, war eh klar, dass sowas kommt. Ah, okay. Aha. Ja, aber dann ist es vielleicht ganz gut, weil wir jetzt schon wissen, dass es was Ernstes gewesen sein muss. Ja, aber das war doch. Oder was Skurriles. Oder? Wahrscheinlich Skurriles. Was Skurriles, ja. Irgendwas. So. Ihr seid dran, angefangen mit Anne. Ja-Nein-Fragen, genau. Moment, ich lese ganz kurz nochmal den Text ab. Also, anderes und euch zwei. War der Onkel alleine auf der Kur? Also ohne Bekannte, meine ich damit. Nein. War nein. Shigo ist dran jetzt, oder? Ja, genau. Wenn du nein bekommst, der nächste dran. Dann Shigo, dann Julia, dann Kapuze. Nach Teamspeak. Genau. Okay. War das denn eine Kur, die man so als Kur versteht? Also alte Menschen, die halt zur Kur gehen, war das so eine Kur? Nein. Aha. Er war krank und musste deswegen zu einer Kur antreten. Nein. Spielt es eine Rolle, ob die Person alleine war? Ja. Okay. Es war keine. Es war keine Kur zum. Warte mal. Es war keine Kur zum Erholen hat. Wer war das? Shigo oder? Ja.
Also keine Kur-Kur, wie man es als Kur kennt. Ja, genau, okay. War es etwas Sexuelles? Nein. Das schreibe ich jetzt aber nicht auf. Okay. War er in der Begleitung von mehr als einer Person? Spielt in dem Fall keine Rolle, aber ich sage ja, in dem Fall ist er war halt nicht alleine. Okay, das wussten wir ja schon. Wir sollten rausfinden, was für eine Kur das ist. Wie genau? Weil wenn es keine Gesundheitskur ist, dann muss ja was anderes sein. Was denn noch für Kuren? Also ich kenne nur die. Mir fällt zumindest ist keine andere an. Naja, es muss ja nichts in dem Sinne von Kur sein, was man macht, wo man irgendwo hingeht und übernachtet, sondern es gibt ja auch andere Formen im Sinne von Haarkur, Schönheitskur, Dinge, die man zu Hause machen kann. Das stimmt. Okay, also könnte ich irgendwas fragen, ob er dabei unterwegs war oder hatten wir das auch schon? Nee, hatten wir noch nicht. Also wir sind gar hat er sich für aus... diese Kur von zu Hause entfernt? Ja, er war nicht zu Hause. Okay. War er in einem anderen Land? Nein. Okay. Also Schwarzwald, okay. Sind denn Personen zu Schaden gekommen? Ja. Oh Gott. Sind zwei Personen zu Schaden gekommen? Ja. Durch den enden. Onkel. Also. Ja. Okay, Ist mit dem Beenden ein Leben gemeint? Also beendete er das Leben? Ja. Zwei Personen? Aha. Okay, jetzt Gott. Ist die Frage, was zum Teufel hat er denn getan? Aber Moment, kurz. Irgendwas Blödes anscheinend, weil sonst hätten die Kollegen ja nicht gelacht. Ja, also war es sicherlich ein Unfall, oder? Ja, genau. Entschuldigung. Ist das eine Frage? Ja. Ja. Okay. Ja, gut. Was war die Frage, die er jetzt mit Ja beantwortete? Ob es ein Unfall war. Okay. Also es war ein Unfall, der zwei Menschen umgebracht hat. Und es muss ja blöd ausgeschaut haben, sonst hätten wir nicht gelacht. Irgendwas Dummes gewesen sein. Irgendwas muss das genau. Beim guten gemeinten Versuch. Beenden. Was denn beenden? Ein gut gemeinter Versuch. Irgendwas fertigzustellen oder zu machen. Naja, sein Leben. Vielleicht wollte er sich umbringen. Vielleicht wollte er sich selber umbringen. Aber das wäre ja kein gut gemeinter Versuch, wenn man sich selber umbringt. Ja, für ihn ist halt schon, wenn er will es ja. Frage, was hat der Kur gemeint? Ja. Katastrophale Kur. Was gibt's denn für Kuren? Weil die Kur könnte ja auch irreführend sein. Also ist es ja in der Art schon, dass es halt keine Kur im Sinne ist von deine Krankenkasse verschreibt dir eine Kur. Ja, wissen wir das denn schon? Das wissen wir ja noch. Ja doch, das haben wir doch vorhin gefragt, dass es was Gesundheitliches ist, wofür eine Kur. Haben die denn diese, in Anführungszeichen, Kur gemacht, um sich von etwas zu heilen? Ja. Okay. Was ist doch für Kuren? Keine Ahnung. Ich frage jetzt mal direkt zum nächsten hin. Was ein Entzug oder so? Nein. Ah, okay. Ich hätte jetzt so gedacht, dass, weißt du, die Leute, die sich irgendwie von Drogen oder Alkohol, keine Ahnung. Ja, ne? Darauf bin ich hier gekommen. Ja, eine Kur. Eine Entzugskur. Julia, mein Häschen, du bist dran. Aber er selber starb dabei nicht. Wahrscheinlich. Nein. Ah. Nicht. Okay. Das heißt, er selbst kommt nicht zu Schaden, aber zwei andere Leute. Das meine ich nicht. Aber stellt die Frage, hört euch die Frage von Julian nochmal genau an. Okay, er hat gesagt, er selbst stirbt dabei nicht. Und er sagt nein, also ist er selbst dabei auch gestorben. Also ist er einer der beiden Personen. Hä? Ach so, die Antwort, ja. Mhm. Okay. Okay. Du kannst ja fragen, ob die zweite Person auch noch gestorben ist. Oder, ja. Da sind zwei Menschen gestorben, auf jeden Fall. Ja. Und einer davon war dann er. Okay. Ja. Schau aus. Okay. Und jetzt ist die Frage, weil er steht ja ein,
ein Onkel, ne? Hat also sie wohl ein Nein bekommen? Ja. Ja, hat sie. Was, auf welche Frage nochmal? Ob er nicht gestorben ist. Ach so, okay. Gut gemeinter Versuch. Es war keine Absicht vom Onkel, dass er sich selber umgebracht hat. Nein. Okay. Es war Absicht, um Gottes Willen. Also er wollte sich umbringen. Schreck. Ja. Also ist der gut gemeinte Versuch, dass er sich umbringen wollte. Nein. Was mich gerade noch ein bisschen verwirrt ist, warum da steht ein Onkel? Weil, also ist die zweite Person, die dabei zu Schaden gekommen ist, mit dem Onkel verwandt? Ja. Okay. Oh, was ist denn? Vielleicht können wir ja den Verwandtheitsgrad erfragen mit Jana. Aber ist es auch relevant? Ja, wahrscheinlich, wenn der Onkel ist, dann ist ein Mann. Oder könnte es Neffe, Nichte sein? Könnte es Neffe, Nichte sein? Ja. Okay. War der Onkel krank? Nein. Okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sich bewusst selbst getötet? Ja. Wusste er, dass er dem anderen dadurch hilft, wenn er sich selbst tötet? Nein. Oder... Wieso helfen? Ich verstehe das auch nicht gerade. Wie meinst du das? Naja, weil Kur. Mich irritiert noch immer das Kur. Für mich hört es sich gerade so an, als wäre halt auf einer Kur gewesen. Ja. Und... So gerade. Aber es ist wahrscheinlich so, okay, gar nicht so, ja, weil es ist ja, ja, eine ganz andere Kur, aber er war halt dort und hat sich halt irgendwie dann umbringen wollen. Gut gemeint Versuch. Also, ich glaube, mit dem beendet ein Onkel etwas anderes. Also, sein Leben, gehe ich davon aus. Und das zwar einfach, weil er da noch ein zweit mitgenommen. Richtig? Ja. Das haben wir schon soweit entschlüsselt. Ja, genau, okay. Also hätten wir die Line hätten wir ja gedroppt. So, und jetzt noch mit einem gut gemeinten Versuch, etwas zu beenden. Kann man da falsch machen mit dem Umbringen? Ich glaube, so einiges. Das gibt einiges, ja eben. Ich denke nur an den Fall bei uns, wo jemand gedacht hat, er dreht den Gashahn auf und darüber wohnt eine ältere Familie, das ganze Haus zerfetzt. Also da kann viel passieren. Und das war der Fall, verdammt! Ja, genau. gut gemeinten Versuch, etwas zu beenden. Also ich glaube nicht, dass der gut gemeinte Versuch etwas... Ich wollte nur kurz sagen, dieser gut gemeinte Versuch, etwas zu beenden, ist wahrscheinlich nicht sein Selbstmord, würde ich mal sagen. Also Ich glaube schon, dass das damit gemeint war. Also es ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn du dich selber umbringst, ist das doch kein gut gemeinter Versuch, etwas zu beenden, oder? In der Regel. Kommt drauf an, wieso. Vielleicht war der ja irgendwie reich und so, obwohl er krank war, ja nicht. Der war einfach nur reich. Oder so. Aber was könnte er denn tun? Also, wie könnte er denn durch seinen Selbstmord für andere Leute mit in den Tod reißen? Das wäre die Frage. Vielleicht müssen wir die Umstände seines Selbstmordes näher erfragen. Ja, das müssen wir sicher erfragen. Ich trau mich gar nicht fragen, ob eine Waffe oder so im Spiel war, weil ich habe schon irgendwie mit denen das quasi. Er will sich gerade erschießen und kommt der Enkel rein und batsch, Enkel auf. So. Jetzt wissen wir, warum die Jünger den Polizisten gelacht haben. Die waren kaputt. Aber... Stimmt, es muss ja was Witziges sein, irgendwas Skurriles. Ja. Könnte. Na, warte mal, okay. Galo, es war keine Waffe im Spiel. Also keine Schusswaffe. Nein. Es war eine. Also bin ich ja jetzt dran. Das ist korrekt. Yes, ja. Das heißt, ich darf noch eine Frage stellen. Ja. Nein. Ich bin dran, okay. Also es war eine Waffe im Spiel, das heißt...
Frage. Meine Frage ist folgende. Doppelpunkt. War eine Schusswaffe involviert in den Selbstmord? Ja. Ja, nicht, ob es eine Schusswaffe ist. Er hat gleich anschließend sofort Schusswaffe ergänzt. Also er war nicht zu Hause, er war ja, unterwegs. Oh Gott. Was frage ich denn noch? Hat die Schusswaffe beide getötet? Ja. Hat der Onkel die Schusswaffe benutzt? Ja. Ach, wir wollten herausfinden, um welches Verwandtschaftsverhältnis er sich handelt, ne? Aber ist das denn wichtig? Weiß nicht. Die Frage, warum war er denn... Also wir müssen ja das rekonstruieren, da müssen wir herausfinden, mit wem er unterwegs war. Ich glaube, er war gar nicht unterwegs, ich glaube, in der Wohnung. Nee, der war nicht zu Hause. Es war nicht die Absicht des Onkels, beide zu treffen. Ja. War er sicher nicht daheim? Ja, yes. Er sagte, er war auf jeden Fall nicht zu Hause. Zu Hause meine in einer Obhut, hat ein Dach über dem Kopf gehabt, so in einer Wohnung oder so, das habe ich gemeint. Ja. Das haben wir nicht gemacht. Ja, das wissen wir nicht. Und ich glaube, das ist... Ist der Onkel beruflich mit Waffen in Verbindung gewesen, sprich war er Soldat oder Jäger oder so? Das ist irrelevant, kannst ruhig eine andere Frage stellen. Okay. Jetzt nur die große Frage, warum, ne? Ja, darum... War er zu dem Zeitpunkt, wo die beiden gestorben sind, alleine mit dieser zweiten Person? Ich würde jetzt in dem Fall sagen, ja, aber das spielt keine Rolle. Auch keine Rolle. Ich frage jetzt einfach mal nach dem Verwandtschaftsverhältnis, weil ich keine Ahnung habe, was ich sonst noch fragen soll. War die Person, mit der er dort war, Neffe oder Nichte? Ja. War die Person, die dort war, eine Nichte? Nein. Okay, also was der Neffe, alles klar. Gut, dann ist Shigu jetzt dran. Also Onkel und Nichte, wissen wir schon mal jetzt. Onkel und Neffe. Onkel und Neffe. Ja. Gut gemacht, Anne. Gut gemacht. Ja, ich weiß. Also der Onkel wollte sich umbringen und der Tod des Onkels hätte dem Neffen etwas Gutes gebracht? Nein. Hä? Warum ist er denn gut gemeint? Versuch, verdammte Scheiße. Ich frage mich auch gerade, warum knallt sich vom Neffen ab? Nur so als einer Hinweis, die Reihenfolge spielt ja auch irgendwo eine Rolle. Hä? Ja, so, jetzt einfach mal Off-Topic-Hinweis. Ihr wisst ja, dass beide gestorben sind. Wie kann es dann dem Neffen was Gutes bringen? Ja, vielleicht wollte der Onkel irgendwas tun, weswegen er sich erschießen wollte, weil der Neffe ist ja nicht mit Absicht gestorben, so wie ich rausgehört habe. Ja, sonst wäre es kein Unfall gewesen. Ja, genau, weil sonst es wird irgendeinen Sinn haben, dass der Onkel sich umbringt. Sonst würde er sich ja nicht umbringen. Ich würde die Frage stellen, ist der Onkel denn zuerst gestorben? Das wäre eine interessante Frage, weil vielleicht hat er ja, weil wenn er es gut gemeint hat, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ging es irgendwem schlecht oder so und er wollte den abknallen, hat sich gleich mit erschossen, irgendwie so. Deswegen die Reihenfolge, ich glaube, Nalo hat irgendwas mit Reihenfolge oder so, oder? War das nicht was? Das Off-Topic. Was war das da, was hast du gesagt? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, Julia ist dran. Stell einfach die Frage kaputt. Julia ist dran. Nee, ich bin nicht dran. Hat der Neffe ihn den erwischt, als der Onkel das vorhatte? Nein. Nicht? Okay. Das ist ja auch die Frage, ne? Warum der Neffe überhaupt dabei war, wenn der Onkel sich umbringen wollte. Ja, eben, genau. Er und kann das ihn ja erwischen dabei. Und da kommen wir, glaube ich, ziemlich zum gut gemeinten Versuch. Ich glaube nämlich gar nicht, dass der Onkel
Haben wir die Frage schon geklärt? Das ist keine Frage an Dario. Haben wir die Frage schon geklärt? Wollte sich der Onkel selber umbringen? Haben wir das schon geklärt? Ja, wollte er erklärt. Hatte die Absicht. Wir haben jetzt bisher so etwa im groben Überblick, dass man scheinbar keine Witze darüber macht. Er war weder krank noch alt. Es ist irgendwo auswärts passiert. Es muss ein Unfall gewesen sein. Es war Absicht und es war eine Schusswaffe, das wissen wir jetzt. Also es war ein Suizidversuch. Definitiv. Okay, es sind beide durch eine Schusswaffe gestorben. Ja. Genau. Okay. Leute, was glaubt ihr? Waren sie eher, also nicht daheim, sondern waren sie in einem Zimmer oder ähnlich? Was glaubt ihr? Eher ich meine, die waren beim Neffen. Oder eher draußen? Ich hab die ganze Zeit einen Wald und einen Jäger vor ich mir. Ich hab genau das Gegenteil, ich hab die ganze Zeit ein Zimmer im Dings. Ich auch. Ich spiel mit Gedanken, dass er den Luster dann abgeschossen hat. Lust ist auf irgendwie draufgeknallt. Irgendwie so, weil irgendein Unfall halt. Irgendwie wir sowas. Könnten fragen, ob halt ein Schuss gefallen ist oder mehrere. Ich glaube, es war noch einer. Aber ich will frei fragen, spielt es eine Rolle, in welcher Reihenfolge beide gestorben sind? Ja. Yes, das habe ich gedacht! Dann müssen wir herausfinden, wer zuerst gestorben ist. Ja, Onkel, ich glaube nämlich nicht, dass der Onkel zuerst gestorben ist. Okay. Was war der Neffe, das haben wir, oder? Mhm. Der Neffe ist zuerst gestorben. Ja. Sweet Mars. gut. Und das war, da hätten wir auch, glaube ich, den gut gemeinten Versuch. Und dann ist der Onkel geschoben, klar. So, was hat aber der Onkel, hat der Onkel seinen Neffen abgeknallt? Wie krass ist denn das? Ist das die Frage? Nein. Das ist das, ja. Nächste Frage, die ich mir stelle, ob es überhaupt relevant ist, dass es Onkel ist. Moment. Der Onkel, wenn es ein Unfall gewesen war, dann war es sicher nicht die Absicht, den Neffen abzuknallen, oder? Weil sonst wäre es ja kein Unfall. Mhm. Also aber es war wohl nicht wichtig, dass es nur zwei Leute waren oder ob es mehrere Personen waren. Also von daher sind nur die zwei wichtig wohl. Ja. Und es war ein Selbstmordversuch, aber er hat den Neffen zuerst unabsichtlich abgeknallt. Vielleicht wollte er sich gerade töten. Das erinnert mich gerade an The Walking Dead. als der eine Typ in den Hirsch geschossen hat. Vielleicht wollte er sich gerade töten und hat dann den Neffen erwischt und dann ist er noch selber irgendwie gestorben. Was ich halt interessant finde, ist, es ist ein Suizidversuch gewesen, aber der Neffe hat ihn nicht überrascht. Und das finde ich da sehr komisch. Sein. Das heißt, der wusste vielleicht sogar davon oder hat das unterstützt. Aber warum macht man das, wenn der Neffe da ist? Ich hole mir mal Zigaretten und dann mache ich das. Ich mache das nicht vom Neffen. Wenn wir gar nicht weiterkommen, könnte ich meine Fähigkeit mit dem indirekten Hinweis einsetzen. Waren sie... ja gut, das können wir eigentlich machen, weil wir machen halt eh noch eine Folge, aber es ist ein bisschen lame, oder? Na, dann verzichte ich auf meins, weil dann wird es ein bisschen schwerer. ich muss fragen, waren beide in einem Zimmer? Ja. Okay. Ich spiele eine Reihenfolge, der Neffe ist zuerst gestorben, dann der Onkel. Gut gemeint, versucht etwas zu beenden, also wahrscheinlich sein Leben und dann ist der Neffe irgendwie dazwischen gekommen. Ich glaube nicht, dass er. Die Kugel war kein Querschläger. Nein. Fuck, die war ein Querschläger. Ich habe so ein paar Gedanken gerade. Moment, Quatsch. Dann war das Kapuze gestellt? Ich habe gefragt, war die Kugel kein Querschläger? Oh, Entschuldigung, ich habe verstanden, war die Kugel ein Querschläger? Ja, die Kugel war kein Querschläger. So, Entschuldigung, okay. Kapuze ist noch drin. Okay. Verneinte Fragen und so. Ja. Lame. Sollst du noch eine Fähigkeit geben von einem Detektiv, der verneinte Fragen stellen kann? Ja, ich oder Fragen. Das wäre cool, weil sonst müssten sie irgendwo. Wenn sie nicht zu Hause waren, ist es ja durchaus möglich. Also wenn sie nicht beim Onkel zu Hause waren, ist es ja durchaus möglich, dass sie bei dem Neffen zu Hause waren. Und dieses Kur könnte ja durchaus möglich sein, dass die Eltern auf einer Kur waren und dass der Neffe noch relativ jung war, sprich der Onkel einfach aufgepasst hat darauf. Aber warum will er sich dann trotzdem umbringen? Beim Aufpassen seines Neffen? Das ist die Frage. Weil der Neffe so ätzend halt so Gedanken, war, dass ich irgendwie noch hätte. Wie kann man den Neffen ungewollt töten, wenn man sich selber umbringen will? Das verwirrt mich gerade so. Und
Und warum zum Teufel? Vielleicht hängt ihr euch genau an dieser Stelle auf. Er ist auf Minecraft Lego ausgerutscht. Ja, dann vielleicht ist genau da euer Fehler im Gedankengang. Sollten wir ja versuchen, was es mit der Kur auf sich hat. Ist das eine Frage? Kann ich die Fähigkeit jederzeit einsetzen oder erst, wenn du ich kannst sie ruhig ansetzen, ja. Also ich glaube, ich möchte die jetzt einsetzen, den indirekten Hinweis, wenn das für mein Team okay ist. Ja, klar. Jawohl. Eigentlich, der indirekte Hinweis, der Kollege auf dem Revier sagt euch, dass es eigentlich nur ein Schock sein sollte. Schock? Oh. Ja, aber wie passt das zusammen? Was sollte eigentlich nur ein Schock sein? Ja, das ist der indirekte Hinweis. Indirekt. Oh Mann. Ja, vielleicht also dieses... Sagt doch keiner. Ja, aber... Warte mal. Anne, was glaubst du? Oder Shigo und Julia? Was glaubt ihr? Meine mit Schock, eher sowas mit so einer Elektroschock-Pistole? Ich hab ne oder? Idee. Nein, so ja, von wegen, hält dem Kind die Waffe vor die Nase, denkst du, guck mal hier, und dann piu, ne? Und dann, weil sie Waffe. Ja, genau, okay. Und vielleicht das ist es gar nicht so abwegig mit dem Babysitten. Und das der Neffe hat dumm. Einfach immer nur Angst vor dem Monster im Schrank und der Onkel wollte ihn irgendwie, keine Ahnung. Und schießt den Carsten rein. Kann ich? Ich weiß, es ist irgendwie dumm, aber... Naja, dann ist auch die Sache mit dem Selbstmord quasi ein bisschen klarer, weil aber wenn er aus Versehen den Neffen umgebracht hat und sich dann selbst umbringt, weil er den Neffen umgebracht hat, dann ist er nicht mit dem Plan dahin gefahren, sich umzubringen vor dem Neffen. Wollte er den Neffen mit der Waffe schocken, Dalu? Ja. Okay, dann gehe ich auch davon aus, dass der Neffe jünger war. Also vielleicht war der einfach frech und er wollte ihm drohen mit der Waffe oder so. Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, das ist ja gut gemeint, versucht vielleicht doch Sachen mit dem Monster im Schrank oder vielleicht so. Sollte die Kur so eine Angstkur sein, so eine Schrecktherapie oder eben sowas. Das, weißt du? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Erziehungskur. Erziehungskur? Ja? Ja, der wollte dem Bengel da richtig frech war, so schwer richtig Angst einheizen. Und dann hat er ihn aus Versehen abgeknallt. Aber wie ist er dann selber gestorben? Er hat sich umgebracht, weil er seinen Neffen abgeknallt hat. Ah, das kann sein. Das macht Sinn. Da würde ich auch lachen, ja. Okay, wollte er... Warte, es ist aber immer noch ein Unfall. Es war ja ein Unfall. Ja, aber es kann ja auch sein, dass der Onkel die falsche Waffe genommen hat. Er wollte so eine Spielzeugpistole haben, aber seine genommen, die echte. Kannst du mal sehen, die Spielzeugwaffen sehen viel zu echt aus. So. Ja, aber das wäre dann... Aber okay. Dann wissen wir, warum der Onkel gestorben ist. Weil, klar, er hat sich selber umgebracht. Aber, müssen wir nur, ich denke, er hat auf das Kind gezielt. Also, oder auf die Person und hat dann abgerückt. Aber wie soll es denn anders gehen? Er wollte ihn auch damit schocken. Das Alter spielt sicher auch irgendwo eine Rolle. Spielt das Alter eine Rolle, Dalu? Nein. Weil wenn das ein Baby wäre, wie gesagt, Julia, dann macht es Sinn, dass man ein Kind zeigt, dass eine Waffe nicht gut ist. Ein 20-Jähriger wird das schon wissen, so meine ich, weißt du? Warte, ich schieß mal auf dich, das tut dir weh, dann lernst du, dass es nicht gut ist. Genau, okay, gut, scheiße. Anne. Nächste. Ist mit Kur wirklich sowas wie Schockkur oder Erziehungskur gemeint? Nein. Oh, Leute, wir nähern uns dem Ziel, aber... Shigo. Nur langsam. Wir schleichen uns langsam ran. Ja, puh. Shigo, ihr habt auch noch eure Fähigkeiten. Was hat Shigo denn noch? Nochmal? Ich kann, was wäre wenn? Also wenn wieder ein anderer, also wenn wir quasi nicht den alten Kommissar befragt hätten, sondern den lachenden Kollegen. Genau. Ja, es muss ja noch irgendwas Witziges dabei sein. Irgendwie. Ja, witzig ist das schon, dass er aus Versehen seinen Neffen abgeschossen hat. So witzig ist das nicht, dass man da jetzt als Kollege drüber lachen würde, oder? Naja, je nachdem. Ja, der Umstand. Die Polizisten lachen über diesen Vorfall, ja. Ja, aber das müsste ja schon ein bisschen skurriler sein noch, denke ich. So, Shigo. Seine. Ich glaube, ich würde die Fähigkeit benutzen, oder? Jemand Einsprüche? Lach euch. Gott, dann hau raus. Die Kollegen lachen und einer sagt euch, eigentlich versucht man das anders zu lösen.
Ah, toll, das bringt uns jetzt irgendwie gerade nicht weiter. Okay. War das eine Idee? Mhm. Was denn? Eine Spinne erschossen? Nein. War ich jetzt nicht. Schon nur mal die dran? Geschichte von Dalu kommt. So, ja, Shigo ist dran, aber die Frage ist nicht. Ja. Konzentrier dich doch mal auf den Text, den ihr habt, beim gut gemeinten Versuch, etwas zu beenden. Was könnte das denn sein? Ja, irgendein Verhalten von dem Jungen oder sowas, oder? Glaube ich nicht. Und denkt an Hinweise. Was? Denkt was? Entschuldigung, denkt an eure Hinweise. Eigentlich löst man sowas anders, war der eine Hinweis. Und man macht keine Witze darüber. Und es war ein Schock oder sowas, irgendwie. Das war der indirekte Hinweis, ja. Ja. Man macht keine Witze darüber, es sollte eigentlich nur ein Schock gewesen sein und man kann es eigentlich anders lösen. Oder man löst es eigentlich anders. Puh, Wollte der Onkel etwas beseitigen? Ja, kann man so sagen. War es lebendig? Nein. Julia, jetzt nochmal. Wollte er damit etwas ausschalten? Auch das kann man sagen, ja. Ja, vielleicht hat er eine Stereoanlage. Er wollte den Lichtschalter abdrehen mit der Waffe. Kapuze hat eine Frage gestellt: Die Kugel war kein Querschläger. Ja, die Kugel war kein Querschläger. So abgebrochen kann sie nicht sein, die muss ja dann direkt den Neffen rein. So die Kugel ging direkt auf den Neffen, also. Ja, muss ja. Bei dem Versuch, das auszuschalten, hat er den Neffen getroffen. Ja. Ich habe auch schon mit den Gedanken gespielt, dass der Neffe vielleicht halt reingelaufen ist ins Feuer, weißt du, so, dass er... Ja, dann ist es kein Querschläger mehr. Ja, dann ist es kein Querschläger. Querschläger ist ja nur, wenn es irgendwo abprallt und dann aus Versehen genau. jemanden trifft. Ja, genau. Aber ja, wenn es war ja ein Querschläger. Nein, es war kein Querschläger. Vielleicht wollte er irgendwie Abendessen zubereiten, wollte das Kanickel von dem Jungen irgendwie... In der Wohnung oder was? Nein! Der Tümmer Klasenberg. Irgendwas zu beenden. Beenden. Das Leben Einbruch von ihm. Zu beenden, also. Vielleicht? Julia ist noch dran. Vielleicht dachte er, der ist ein Einbrecher oder sowas und er wollte den Einbruch beenden. Ja, aber es war nicht lebendig. Ach stimmt, er wollte ja nichts. Aber ein Einbruch ist ja auch nicht. Das war richtig gut gerade. Ja, aber auch ein Einbruch wäre ja eigentlich dann schon lebendig. Ist ein lebendiger Einbrecher. Und einen Einbruch erschießen kann man nicht. Ist das, was man ja normalerweise anderes löst, etwas, was man theoretisch jeden Tag machen würde? Nein. Aber wenn es nur ein Schock sein sollte, weißt du, vielleicht hat das ein Einbrecher und der wollte einen Einbrecher vertreiben oder so. Es sollte nur ein Schock sein, aber dann hat er halt... Oder, warte mal, vielleicht sollten wir mal fragen, ob der Onkel überhaupt wusste, dass die Waffe eine scharfe Waffe ist. Vielleicht wusste er das gar nicht, dass sie scharf feuert, die Waffe. Oder dass die geladen ist. Das wird sein. Dalo, wusste der Onkel, dass die Waffe... warte mal. Ich muss nämlich so... Ich weiß genau, wie es ist, aber ich muss, dass du mir ein Ja gibst, damit ich weiterfahren kann. Der Onkel wusste nicht, dass die Waffe eine scharfe war. So würde ich nicht fragen, so gebe ich dir Nein. Das war genau falsch rum, Kapuze. Ja, natürlich. Also euer Gespräch gerade hatte eine gute Frage dabei, aber das war nicht die. Wusste der Onkel, okay, also gut, nein, aber wusste der Onkel, dass die Waffe eine scharfe war? Das ja. Okay gut, dann die andere Frage war wahrscheinlich, ob er auf den Jungen wirklich schießen wollte. Ihr habt gerade noch... Eine andere, nein, in demselben Satzbau, den Anne und du gesprochen haben, kamen zwei verschiedene Sachen, die ihr euch gestellt habt, auf und ich hätte nach der anderen gefragt. Kann das ja aber Anne ist dran. Ja, ich gebe der Anne einen Tipp. dass der vielleicht ins Feuer reingelaufen ist. Das habe ich, glaube ich, noch gestellt. Ich wiederhole es aber noch einmal. Ja, der Onkel wusste, dass es eine scharfe Waffe ist.
Also er wusste über die Waffe Bescheid, ja. Ja, aber er wusste nicht, dass sie geladen ist. Das ist korrekt, ja. Darum ging es. Das hatte gefehlt. Siehst du, dann wusste er nicht, dass die Waffe, oder dachte, die Waffe sei nicht geladen. Ja. Weil wir jetzt ja auch schon bei 5 Minuten, was könnte man denn beenden wollen, wenn man aber davon ausgeht, die Waffe sei nicht geladen? So, und mehr Tipps gibt's. Geschrien. Jennifer hat geweint. Gesponnen. Vielleicht haben die ja nur gespielt. Weißt du, so Räuber und Gendarm, er war der Räuber und hat dann so piu piu, ne? Mal piu piu wieder. Und dann hat er ihn doch erwischt. Etwas zu beenden, entweder ein Verhalten Spiel zu beenden, aber es war ja kein Mensch. Er wollte ja nicht den töten, sondern er wollte was anderes beenden. Er wollte. Was soll man mit einem Verhalten von dem Jungen vielleicht damit beenden? Wollte er damit das Verhalten des Jungen? So indirekt würde ich das bejahen. Also eine Erziehungsmaßnahme, nee, oder? Aber das hatten wir ja eigentlich gefragt. Ja. Oder? Nee, wir hatten nur noch eine Erziehung gefragt. Wollte er. Ja. Aber es muss ja nicht mehr ein. Das habe ich ja gerade gefragt. Also er wollte damit ein Verhalten von dem Jungen beenden. Und hat es gut gemeint. Das heißt, der Junge hat irgendwas Blödes gemacht und er wollte ihn erschrecken mit der Waffe. Ich habe indirekt darauf ja. Also ein Verhalten vom Jungen indirekt ja. Direkt ja. Aber man löst es normalerweise anders. Zumindest nicht mit einer Waffe. Welcher Onkel bedroht denn seinen Neffen mit einer Waffe, um irgendein Verhalten zu unterdrücken? Das ist ja wohl nicht normal, das ist ja klar. Also ich werde später schon mit Messern nach meinen Kindern werfen. In Bayern ich glaube, ihr seid so nah dran, aber ich glaube auch, ihr werdet nicht drauf kommen. Ach Mano, warte. Ihr seid wirklich ganz knapp. Meldet ja irgendjemand. Scheiße. Kapuze, was war deine Fähigkeit? Meine Fähigkeit war, hat guten Kontakt zu der Bezugsperson. Aber erstmal sagt, dass wir nicht mehr Tipps kriegen, wir wahrscheinlich auch nicht mehr Tipps kriegen. Ich glaube auch nicht, dass das uns das bringen würde. Das Verhalten zu unterbinden. Ich weiß halt nicht, warum das indirekt ja ist. Entweder der Junge hat was gemacht, was der Onkel unterbinden wollte, oder er hat halt... Das glaube ich ihm nicht. Ich glaube nicht, dass der Neffe was gemacht hat. Ich glaube echt, dass das halt ein... Weiß ich nicht. Also es scheint mir plausibel, dass er... Dass sie... Hat er sich ins Haus reingeschlichen? Räuber und Gendarm. Nein, Schigo. Räuber und Gendarm, das Ding, das fand ich schon sehr gut zum Beispiel. Ja, Haben sie gespielt? Nein, in dem Fall würde ich sagen. Ah, schade. Also keine Arbeit. Das fand ich schon sehr... Sollte doch eine Erziehungsmaßnahme oder sowas sein, also... Erziehungsmaßnahme war auch nein. Ja, aber er wollte damit ja irgendwas, was der Junge macht, beenden. Also er wollte irgendwas. Hätte er auch spielen können. Dass quasi er war, also der Neffe war Gendarm und hätte dann indirekt das Gendarmsein beendet, indem er der. Also, ne? Also ihr habt die Hinweise, dass es eigentlich ein Schock sein sollte, dass man es im Normalfall anders beendet, dass der Onkel davon ausgeht, dass die Waffe nicht scharf ist. Und also. Ich glaube, der indirekte Hinweis ist fast mit der beste. Dass eigentlich ein Schock sein sollte. Ja, es ist so leicht. Ihr seid wirklich so nah dran. Ihr habt auch wirklich alles andere drumherum, nur das nicht. Okay. Was? Du meinst das, dran, warum es ein Schock sein sollte, oder was? Also, nee, bei dem gut gemeinten Versuch, etwas zu beenden. Was beenden? Das ist die einzige Frage, die fehlt. Was wollte der Onkel mit diesem Versuch beenden? Welche Diskussion? Also doch nicht, die Fresse, puff. Also doch nicht die... Doch kein Verhalten vielleicht, sondern eher was anderes. Also indirekt schon, ja. Es ging etwas darum, was der Junge... Laute Musik oder sowas? Aber Verhalten ist vielleicht falsch. Warum soll es gut gemeint sein, wenn man möchte, dass jemand aufhört, laute Musik zu hören? Das macht irgendwie keinen Sinn, finde ich. Das heißt, es war irgendwas, was dem Jungen vielleicht selber geschadet hat. Hat der Onkel mit der Waffe direkt auf den Jungen gezeigt? Ja. So, ne? Weil sonst wäre es ja ein Querschläger. Beziehungsweise der Junge ist schon mal nicht reingesprungen, also bringt uns das ja schon mal näher.
Inwiefern näher? Wieso, da waren wir doch schon. Da du sagst doch, uns fehlt eigentlich nur noch das Motiv, warum er das gemacht hat. Warum er zum Schocken des Jungen auf ihn gezielt hat und ihn dann aus Versehen getötet hat. Ich hatte auch gerade mit der... Ich weiß nicht, ob ich mir... Der Satz war sogar jetzt auch noch sehr gut. Warte, ganz kurz. Ich habe nämlich... Das ist vielleicht ganz falsch, aber ich habe schon mit einem Feuerzeug gedacht, dass so ein Revolver ist, wo halt ein Feuer... Was eigentlich ein Feuerzeug ist. Und er wollte irgendwas anzünden. Irgendwie so habe ich gerade gedacht. Yeah. Hat der Junge... Also wer ist dran mit Fragen? Julia. Schigo, ne? Julia? Julia? Könntest du fragen, ob der Junge irgendwas getan hat, um sich selbst oder den Onkel zu gefährden? Ja, dann mache ich das mal. Nein, kaputt. Ich hab's aber vermutet. Was war die Frage jetzt, Arne? Ob der Junge irgendwas gemacht hat, wodurch er den Onkel oder sich selbst gefährdet hat, weshalb der Onkel ihn davon abhalten wollte. Und die Antwort war nein. Das war irgendwas im Schock. Wollte der Onkel den Neffen vor irgendwas schützen irgendwie, in irgendeiner Art und Weise? Würde ich so nein sagen. Schützen ist falsch. Oh Gott. Etwas zu beenden. Und das Wort Schock. Aber was beendet man mit einem Schock? Das kann sein, weil man möchte, dass er durch den Schock Sehr gute aufhört. Frage, Julia. Ja. Was beendet man durch einen Schock? Ja, ein schlechtes Verhalten oder sowas? Na, Angst vielleicht. Ja. Oh Gott, Leute, ich glaube jetzt, spätestens jetzt, hat es auch jeder Zuschauer, das ist nicht böse gemeint, ihr seid wirklich so, ihr geht drumrum. So. Auch noch diese Frage jetzt, was beendet man mit einem Schock? Schluck auf. Ja, nein. Das ist das, was gefehlt hat, ja. Es ging einfach um einen Schluck auf. Oh nein, Im Verlauf einer Geburtstagsfeier erlitt ein Junge einen akuten Schluckanfall. Als dieser anhielt, griff das hilfsbereite Geburtstagskind, der Onkel, zur bewährten Erschreckungsmethode, indem er mit einem Gewehr auf seinen Neffen zielte. Zu seinem Pech war die Flinte geladen. Ein Schuss löste sich und tötete den Jungen. Aus Gram beendete der Onkel anschließend mit derselben Waffe auch sein eigenes Leben. Es war einfach nur der Schluck auf, der gefehlt. Also, und dann auch Julia. Was beendet man mit dem Schock? Der Neffe hat ihn einfach genervt. Das ist schon so Schluck auf. Ja. Halt's mal. Ja, aber auf Schluck auf wäre ich glaube so schnell nicht gekommen. Ich auch nicht. Also Schluck auf war schlecht. Also nice. Wandschränke, Monster, Räuber und Gendarm, das war alles viel mehr in meinen Ohren als Schluck auf jetzt. Ja, so. Im Zusammenhang mit der Waffe halt so, ne? Ja, ja, genau. Deswegen ist es ja auch, man beendet jetzt eigentlich anders. Also nicht mit einer Waffe. Das stimmt eigentlich. So, ja. Übrigens, Kopf über Wasser trinken hilft immer gegen Schluck auf, falls ihr euch das gefragt habt. Einfach nur ablenken hilft. Was anderes. Ein Hinweis, der euch noch, den man noch hätte kriegen können, wenn Fähigkeiten wäre. Es waren wirklich keine bösen Absichten dahinter, auch wenn es anders aussah. Das wäre auch noch ein Hinweis gewesen. Ich glaube, das hätte ich weitergebracht auch. Ich glaube nicht. Aber ich bin schon stolz. Ja, doch, aber man hat dann gewusst, dass er ihn bedroht hat. Das wäre dann nochmal offensichtlicher gewesen. Man hat dann irgendwann so ein Bild im Kopf und da passen dann manche Sachen nicht rein irgendwie. Ja, man verwurzelt sich dann auf Aber von der Schwierigkeitsgrad fand ich den ganz gut. Ja, super. War jetzt nicht unlösbar. Ich bin stolz auf uns alle, weil wir alle haben uns so, wir haben uns wie eine Leiter, haben wir zusammen hochgehangelt. Und ich habe den finalen Tipp so quasi herausgefordert. Ja. So, auf jeden Fall würde ich gerne mit derselben Konstellation dann noch einen Fall lösen, wie wir eigentlich immer zwei machen, hat jetzt zeitlich noch nicht ganz hingehauen. Der andere hat es auch in sich und ich würde sagen, schaut mal in die Videobeschreibung und da sind die Links der anderen Teilnehmer und schaut auch da mal vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mordfall wieder. Macht's gut und tschüss. Tschüss.